Diesem Film oder dieser Slideshow soll es einmal nicht um die Großen unserer Stadt wie Thomas Münzer, Johann Sebastian Bach, Johann August Röppling, Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tillenau oder unserem Stadtchronisten Christian Gottlieb Altenburg gehen. Einfache Häuser, Gassen, Straßen und Plätze sollen im Spiegel der Zeiten dargestellt werden. Was hat sich in Mühlhausen verändert? Was ist noch so wie damals und was gibt es längst nicht mehr? Mühlhausen wurde nach dem Sieg der Franken über das Thüringer Königreich im Jahre 531 gegründet. Erstmalig erwähnt wird es erst 967. Die Franken brachten auch die Wassermühlen mit, die unserer Stadt den Namen gaben. Die Endung Hausen weist auf die fränkische Gründung hin. Damit legten sie den Grundstein für den späteren Reichtum der ehemaligen Freien Reichs- und Hansestadt Mühlhausen in Thüringen. An der Unstrut, dem größten Fluss Nordthüringens, lagen die Papiermühle sowie die große und kleine Steinbrückenmühle. Am Mühlgraben die Feld-, Burg-, Kreuz- und Klingmühle. Am Popperöder Bach lagen die Schneidemühle, die Ober- und Mittelmühle, die Rote Löwenmühle sowie die Ketten-, Pulver-, Weiden- und Kugeleichsmühle. An der Schwemmneute die Pfeffer-, Malz- und Meißnermühle sowie die Fuhlbrückenmühle, später Hanfsackmühle. Mit dem künstlichen Wasserlauf des Blobachs durch die Oberstadt wurde ab 1292 die Blobachsmühle und die Antoniusmühle versorgt. Im Laufe der Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte wurden fast alle Mühlen abgerissen, zuletzt im Jahre 2008 die Rote Löwenmühle oder umgebaut. Sie verloren durch die weitere Entwicklung der Technik, Wasserkraft wurde durch Elektrizität ersetzt, ihre ursprüngliche Bedeutung und damit ihre Daseinsberechtigung. Die meisten Mühlen sind jedoch längst verschwunden, wie die Ziegelsmühle an der Unstrut, die Rabinsmühle im Johannistal, die Lohmühle im Ölgraben oder die einzige Windmühle auf dem Stadtberg. Meist erinnern nur noch Straßennamen an ihre ehemaligen Standorte. Lohmühlenweg zur Roten Löwenmühle, Papiermühlenweg, Ziegelstraße, Kettengasse, Schneidemühlenweg und so weiter. Diese Karte zeigt die bekannten Mühlhäuser Mühlen und ihre ungefähren Standorte. Schneidemühle, Obermühle, Mittelmühle, Rote Löwenmühle, Kettenmühle, Pulvermühle, Weidenmühle, Kugeleichsmühle, Pfeffermühle, Malzmühle, Meißnermühle, Hanfsackmühle, Kreuzmühle, Klingmühle, Burgmühle, Feldmühle, Ziegelsmühle, Große Steinbrückenmühle, Kleine Steinbrückenmühle, Papiermühle, Lohmühle, Rabinsmühle, Lobachmühle und Antoniusmühle. Zwei Mühlen im heutigen Stadtgebiet von Mühlhausen sollen hier noch Erwähnung finden. Die Waldmühle und die Stegmühle. Sie liegen im Ortsteil Görma und wurden durch das Wasser des Mühlgrabens gespeist. Dessen Wasserstand ist durch das Unstrutwehr geregelt. Bis in die 1980er Jahre konnte man das alte hölzerne Mühlrad der Stegmühle vom Weg aus sehen. Sie ist heute eine Kfz-Werkstatt, die Waldmühle ein Wohnhaus. Am Oberlauf des Popperöder Baches liegt die Schneidemühle.
Eine Zeichnung aus dem Jahre 1820 zeigt die Schneidemühle, die zwischen der Popperöder Quelle und dem Schwanenteich gestanden haben muss. Das Haus Nummer 1 im Schneidemühlenweg, oberhalb des Schwanenteichs. Der genaue Standort der Schneidemühle ist nicht bekannt. Auch ob der Mühlstein im Haus Nummer 1 wirklich von der alten Mühle stammt, bleibt ungeklärt. Dem Lauf des Popperöder Baches folgend an der Aue steht die Obermühle. Auch sie wurde zu einem Wohnhaus umgebaut, doch die Reste der alten Mühle sind noch deutlich zu erkennen. Die Mittelmühle wurde erstmals 1631 erwähnt. Sie liegt zwischen Obermühle und Roter Löwenmühle ebenfalls am Popperöder Bach. Nur noch eine Ruine und einsturzgefährdet wurde sie abgerissen und im Jahre 2001 originalgetreu wieder aufgebaut. Die Mittelmühle ist heute ein optisches Schmuckstück und wird als Wohn- und Geschäftshaus genutzt. Auch die Rote Löwenmühle gab dem Weg, an dem sie liegt, ihren Namen. Sie wurde 1520 erbaut und als letzte Mühle im Stadtgebiet 2008 abgerissen. Das kleine Bild zeigt die Mühle kurz vor ihrem Abriss im Jahre 2007. Wo genau die Kettenmühle in der gleichnamigen Gasse gestanden hat, lässt nur ein Bild aus dem Jahre 1870 erahnen. Zwischen der Wanfriederstraße und der Kettengasse in Höhe der Friedensstraße liegt die Pulvermühle. Auch sie wird nach etlichen Umbaumaßnahmen heute als Wohn- und Geschäftshaus genutzt. Um 1965 entstanden diese beiden Aufnahmen der Weidenmühle. Aufgrund ihres schlechten Bauzustandes war ein Abriss unvermeidlich. Erhalten blieben nur die Grundmauern der ersten Etage. Die im Jahre 1390 erstmals erwähnte Weidenmühle wurde zwischen 2003 und 2005 aufwendig saniert und als Pension und Gästehaus an die Puschkinhaus Mühlhausen GmbH vermietet. Kurz vor der Stadtmauer und ehe der Popperöder Bach seinen Namen in Schwemmnotte ändert, stehen zwischen Kugelleichsweg und hinterm neuen Brunnen an der Wanfrieder Straße die Reste der alten Kugelleichsmühle. Sie wurde bis in die 1990er Jahre als Lagerhalle genutzt und verfällt nun zusehends. Die Pfeffermühle war die erste Mühle an der Schwemmnotte, die bis zur Stadtmauer Popperöder Bach heißt. Sie stand kurz nach dem sogenannten U-Boot, welches dem Aussehen nach so benannt wurde und das den Straßenbach der Fechtauer Straße von der Schwemmnotte abteilt, hinter den Fechtauer Stuben in einem der ärmsten Stadtviertel von Mühlhausen. In der Kuddelgasse am heutigen Endenbühl war der Standort der Malzmühle. Um 1905 wurde das gesamte Areal mit Mühle abgerissen. Es entstand ein Lederwarenbetrieb, später Zekiwa, das Endenbühl mit Brunnen und die damals neue Sparkasse. Nach der Wende wurden die Betriebsstätten des Kinderfahrzeugherstellers Zekiwa abgerissen. Heute ist auf dem Gelände der größte innerstädtische kostenpflichtige Parkplatz von Mühlhausen. Von der alten Meißnermühle, die zwischen Allerheiligengasse und Meißnergasse stand, gibt es heute keine Spuren mehr. Am unteren Steinweg stand die 1250 erstmals erwähnte Fuhlbrückenmühle. Sie wurde beim großen Stadtbrand 1689 zerstört und als Hanfsackmühle auf der anderen Straßenseite wieder aufgebaut. Die wohl bekannteste und größte Mühle der Stadt ist die Kreuzmühle. Sie steht an der Kreuzung Kreuzgraben-Sondershäuser-Straße vor dem ehemaligen Görmer-Tor. Angetrieben wurde sie durch die Wasser des Mühlgrabens und der Schwemmnotte. Das Unstrut-Hochwasser 1918 traf auch die Klingenmühle. Rechts unten im Bild die damalige Müllerin mit einem Gesellen bei Aufräumarbeiten. Die Klingenmühle steht zwischen Friedrich-Engels-Straße und der Einmündung des Mühlgrabens in die Unstrut. Sie ist heute ein Textilbetrieb. Eine sehr wechselvolle Geschichte kann auch die Burgmühle aufweisen. Sie wurde mit der Kreuzmühle zusammen bis in die 1970er Jahre betrieben. Ihr benötigtes Wasser bezog die Burgmühle durch den Abfluss des Petri- und Fortenteiches, das sich im Mühlgraben sammelte.
Im Jahre 1902 wurde das alte Hauptgebäude der Burgmühle abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Mitte der 1970er Jahre verschwanden auch die Reste der alten Burgmühle. Nach der Wende entstand an dieser Stelle ein modernes Geschäftshaus. In dem roten Backsteingebäude, dem alten Neubau der Burgmühle, befanden sich bis 1990 Wohnungen und später das Fernmeldemuseum. Von der Feldmühle ist heute leider nichts mehr zu sehen. Sie musste einem Neubaugebiet weichen. Zuletzt als Lagerhalle genutzt, wurde die Feldmühle im Winter 1996/97 abgerissen. An ihrem ehemaligen Standort, Ecke Feldstraße, Friedrich-Naumann-Straße, entstand ein kleines Einkaufscenter mit Getränkemarkt, Fleischer, Bäcker und einem Parkplatz. Reste der alten, 1914 erbauten Mühlbachbrücke in der Friedrich-Naumann-Straße sind die einzigen steinernen Zeugen dieser Zeit. Die Ziegelsmühle stand auf der Stadtseite am kleinen Unstrutwehr zwischen Wendewehrstraße und dem heutigen Neubaugebiet Feldstraße. An sie, wie auch an viele andere Mühlen in der Stadt, erinnert nur noch ein Straßenname. Die große Steinbrückenmühle an der Ammer Brücke ist heute ein Maler- und Lackierbetrieb. Beim genaueren Hinsehen kann man aber noch deutliche Spuren ihres ehemaligen Mühlendaseins entdecken. Von der kleinen Steinbrückenmühle ist weder ihr genauer Standort bekannt, noch gibt es Aufzeichnungen oder Bilder. In der Sachsensiedlung, beim Zusammentreffen des Papiermühlenwegs der Sachsenstraße und der Schwabenstraße am Ufer der Unstrut, liegen die Gebäude der alten Papiermühle. Auch sie ist in Privatbesitz und wird heute als Lager- und Stallgebäude genutzt. Von der Lohmühle im Ölkramen und der Rabbinsmühle im Johannistal existieren keine weiteren Aufzeichnungen. Lediglich ihr ungefährer Standort ist bekannt. 8. September 1983. Die alte Blubachmühle brennt lichterloh. Auch der massive Feuerwehreinsatz kann sie nicht mehr retten und es bleibt nur eine Ruine. Es erfolgt der Abriss. Im Jahre 1984-85 entsteht an dieser Stelle ein neues Wohnhaus. Dieses wird in den 1990er Jahren noch einmal aufwendig saniert. An die alte Blubachmühle erinnert nur noch ein Relief von einem Mühlrad im Putz des Hauses. 1323 wurde die hinter dem Frauentor gelegene Antoniusmühle erstmals erwähnt. Die ehemalige Senf- und Getreidemühle wurde nach der Wende zu einem der schönsten historischen Wirtshäuser der Stadt umgebaut. Letztendlich ist es schade und sehr, sehr traurig, dass eine Stadt, die Mühle im Namen trägt, die die Mühlhaue im Wappen hat und die ihre gesamte Existenz der Mühle zu verdanken hat, nicht eine einzige funktionstüchtige Mühle von einst über 20 mehr aufweisen kann. Dies zeigt auf beschämende Weise den Umgang der Mühlhäuser mit ihrer Vergangenheit. Nicht nur, dass bis auf zwei alle Stadttore verschwunden sind, dass die Straßenbahn totgeschwiegen wird, nein, selbst der Ursprung ihres Namens ist den Mühlhäusern nicht heilig. Man kann nur hoffen, dass künftigere Generationen sich der Vergangenheit würdiger zeigen und auch den Wurzeln unserer Stadt, den Wassermühlen, endlich ein Denkmal in Form einer restaurierten Mühle setzen. Nachtrag 2015. Etwa ein Jahr nach Fertigstellung des eben gesehenen Films lernte ich Menschen kennen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen, der Aufrechterhaltung des Mühlenerbes in Mühlhausen in Thüringen. Aus einer anfangs lose zusammengewürfelten Gruppe von Mühlen- und Geschichtsfreunden aus unserer Stadt und der Umgebung wurde im März 2015 der Verein Mühlenhaus e.V. mit Sitz in der Klingenmühle. Hier erfuhr ich einiges, was im Film richtigzustellen oder nachzutragen ist. Beginnen wir mit der Schneidemühle. Im Gegensatz zu dem im Film Gesagten ist ihr ehemaliger Standort bekannt. Die Schneidemühle stand oberhalb des unteren Popperöder Teiches, welcher heute der Schwanenteich genannt wird, etwa dort, wo seit den 1950er Jahren das Terrassencafé seine Besucher empfängt. Auch der Standort der Kettenmühle ist bekannt. Sie stand auf der heutigen Kettengasse, deren westliche Zufahrt den Hof der Mühle bildete. Nach einem Brand riss man die Reste der Mühle ab und baute eine Durchgangsstraße. Deutlich zu erkennen ist das Zollhäuschen, das auch heute noch steht. Die Pfeffermühle stand als erste Mühle am Bachlauf der Schwemmnotte im Stadtgebiet von Mühlhausen im Jakobiviertel an der Ecke hinter der Fechterer Stube und dem Ledernen Käppchen.
Der Standort der Meißner Mühle ist ebenfalls bekannt. Dieses Foto aus dem Jahre 1985 zeigt die Meißner Mühle in einem abbruchreifen und bedauerlichen Zustand. Die Meißner Mühle stand in der gleichnamigen Gasse und wurde 1388 erstmals erwähnt. Nach einem Brand 1689 neu aufgebaut, war sie ab 1850 eine Spinnmühle und später Wohnhaus. 1988, nach 600 Jahren, wurde das baufällige Gebäude abgerissen und es entstand ein Parkplatz. Dies ist wohl, so denke ich, die einzige Aufnahme der Lohmühle aus dem Ölkram. Sie entstand zwischen 1920 und 1930. Der Standort der Rabinschen Mühle, die nach ihrem Besitzer benannt war, lag bei der Dicken Linde im Johannisthal unterhalb der ehemaligen Gleesvilla an der Kreuzung von Breitsülze und Johannisthalbach. Damals könnte es im Johannisthal bei der Mühle, wie auf dem Bild rechts unten, ausgesehen haben. Gespeist wurde die Rabinsmühle durch das Wasser einer Quelle, die aber später wieder versiegte und die Aufgabe der Mühle zur Folge hatte. Einzig ein Stein im Wasser mit der Jahreszahl 1664 kündet heute noch von der Existenz einer Mühle. Wann sie abgebrochen wurde und welchem Zweck sie diente, ist unbekannt. Kommen wir nun zur Klingenmühle und damit zur letzten, dafür aber interessantesten Station des Nachtrages 2015. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Mühlengeschichte. 1380. Erste Erwähnung einer Mühle vor dem Klingentor. Ob es sich dabei um die Klingenmühle handelt, ist nicht bekannt. Historiker sprechen von einer weiteren, im Film nicht erwähnten Mühle zwischen der Kreuzmühle und der heutigen Klingenmühle. 1414. Ersterwähnung eines Müllers der Klingenmühle. 1567. Die Klingenmühle brennt bis auf die Grundmauern ab. 1594. Ein weiterer Brand zerstört die Mühle abermals. 1595. Hochwasser zerstört Wehre an der Unstrut und beeinträchtigt den Mühlenbetrieb. 1660. Der Fuhlbrückenbrand im April beschädigt auch die Kreuzmühle und zerstört die Klingenmühle abermals. 1767. Strenger Frost bringt die Mühlen entlang der Unstrut zum Stehen, auch die Klingenmühle. 1783. Blitzeinschlag. Scheune, Stall und Dach verbrennen. 1785. Umbau zur Ölmühle. Im 17. und 18. Jahrhundert war die Klingenmühle nicht nur eine Mahlmühle, sondern auch Lederwalkenmühle und Lohmühle. 1864. Einbau einer Mahlmühle mit Dampfturbine. Dieses Foto, das im Hof der Mühle aufgenommen wurde, beweist, dass es die schöne Müllerstochter doch gegeben hat. 1874. Einbau eines vertikalen, hölzernen Staberrades. Staberräder sind mit Panzerrädern vergleichbar, nur kleiner und für den unterschlächtigen Betrieb ausgelegt. Es kann nur ein Mahlgang antreiben. 1918. Januarhochwasser der Unstrut beschädigt Mühle und Schutzinsel. 1936. Umbau der Mühle zur Strickerei, die Mühlräder werden entfernt und durch eine Turbine ersetzt. 1941. Einbau einer Kühlanlage zur Roheisherstellung. 1957. Der Betrieb wird die PGA Trocka. Die Zeichnung aus dem Jahre 1916 ist von einem Künstler namens Tomacek und die meines Erachtens nach schönste Darstellung der alten Klingenmühle. 1972. Enteignung der PGH und Weiterführung als VEB Strickmoden. 1976. Angliederung an den VEB Mühlhäuser Strickmoden. 1984. Anschluss an den VEB Mülana. 1991. Gründung der Strickwaren GmbH, die bis 2008 existierte. 2010. Familie Kiel kauft die ehemalige Mühle und nutzt sie als Baubetrieb und Wohnung. 2015. Gründung des Vereins Mühlenhaus. Wie die Klingenmühle außen aussah und heute aussieht, zeigten die neben der Geschichte eingeblendeten Bilder. Nun begeben wir uns in das Innere des ehemaligen Mühlengebäudes. In Eigenleistung ist der ehemalige Verkaufsraum umgebaut und mit Kamin, Bar und Sitzgelegenheiten für ca. 35 Personen eingerichtet worden. Die alten Fachwerkstrukturen sind dabei in das Raumambiente liebevoll und detailgetreu eingearbeitet und geben dem Besucher ein angenehmes, behagliches Gefühl.
Das gleiche gilt für die vielen, meist alten Kleinigkeiten wie das Spinnrad oder das Schiffsmodell, die restauriert wurden und überall in der ehemaligen Mühle zu finden sind. Genutzt wird der Raum vom neu gegründeten Verein selbst, aber auch andere können ihn und die dazugehörige Küche mit allem, was dazugehört, anmieten. Abschließend noch ein paar Worte zum neu gegründeten Mühlenhausverein. Schon einige Zeit lang vor ihrer Vereinsgründung im März 2015 kümmerten sich die Mitglieder und Mühlenfreunde um genau das, was ich im Abspann des Hauptfilmes ansprach und was ich bei den meisten Mühlhäusern vermisse. Als eingetragener Verein können sie sich nun noch besser um die Mühlen in Stadt und Land kümmern und sorgen, aber auch deren Geschichte aufarbeiten. Vorbild dabei ist die Klingemühle selbst mit einer eigenen Chronik. Der Verein hat sich vorrangig neben der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als unsere nachfolgende Generation der Bewahrung des Mühlenerbes in unserem schönen Mühlhausen verschrieben. Mir bleibt an dieser Stelle nur zu hoffen, dass ihre ehrenamtliche Arbeit anerkannt und vor allem angenommen wird. Das aber werden erst die kommenden Jahre zeigen.